بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، liebe Geschwister, beim letzten Mal haben wir eine kleine Einführung gemacht in das Kapitel über die Menstruation und über das Wochenbett. Und wir haben erstmal eine Grundstruktur aufgebaut. Wir haben erstmal gesagt, dass es bestimmte Bereiche gibt, bestimmte Themen gibt, die wir in diesem Zusammenhang ansprechen möchten. Erst einmal haben die Gelehrten darüber geredet, wie viele Reintage, also wie viele Tage die Frau rein ist zwischen den beiden Menstruationszyklen, zwischen den beiden Perioden. Und es gibt Gelehrte bei diesen Kategorien, die wir erwähnen werden oder erwähnt hatten, Gelehrte, die die Zahl festgelegt haben. Sie haben gesagt, eine Frau muss mindestens so und so viele Tage rein sein und eine Frau muss so und so viel, oder darf höchstens so und so viele Tage unrein sein und so weiter und so fort. Und andere haben nicht festgelegt mit Zahlen. Und diejenigen, die mit Zahlen festgelegt haben, sind in zwei Kategorien gespalten, weil sie Unterschied, also oder vielleicht noch in mehr, weil sie dann variiert haben, wie viele, sie haben unterschiedliche Zahlen festgesetzt. Sie haben unterschiedliche Zahlen festgesetzt. Und diese unterschiedlichen Zahlen kommt unter anderem daher, dass die Gelehrten in verschiedenen Regionen gelebt haben oder dass sie sich teilweise auf Aussagen von entweder Sahaba oder von Tabi'in oder auf bestimmte Hadithe, egal ob authentisch oder nicht authentisch sind, stützen. Und manchmal eben, wie gesagt, auf die Region, wo sie sich aufgehalten haben. Zusammengefasst noch einmal. Die Tage, die eine Frau mindestens rein ist, ist bei der hanbalitischen Rechtsschule, also das heißt die Tage zwischen zwei Menstruationszyklen, sind 13 Tage bei der hanbalitischen Rechtsschule und das auch die Ansicht von Sheikh Shinqiti, Hafidhahullah. Und die restlichen Gelehrten sagen 15 Tage. Also die restlichen Gelehrten der vier Rechtsschulen reden von 15 Tagen zwischen zwei Menstruationszyklen. Was bedeutet das? Was für eine Auswirkung hat das? Und zwar, wenn man sagt, eine Frau muss mindestens 13 Tage rein sein zwischen zwei Zyklen, wenn sie zum Beispiel nur 10 Tage rein war und dann am 11. Tag wieder Menstruationsblut sieht, dann sagen die Gelehrten, die Mehrheit der Gelehrten sagt dann, dieses Blut ist kein Menstruationsblut, also kein Hayd, sondern Istihadah. Und das bedeutet, es ist zwar Blut, aber es ist kein Blut, was die Frau in einen unreinen Zustand versetzt. Das heißt, die Frau muss trotzdem beten und fasten und darf alle Sachen machen, die eine Frau machen darf oder muss, wenn sie rein ist. Das ist also, wie gesagt, wenn man 13 Tage festsetzt, als Minimum, wenn es also unter 13 Tage ist, dann gilt die Frau wenn dann nach weniger als 13 Tagen schon wieder die nächste Periode eintrifft, dann gilt die Frau immer noch als rein. Und bei der Mehrheit der Gelehrten sind es 15 Tage. Wenn also die Frau nach 14 Tagen schon ihre neue Periode bekommt, dann gilt sie immer noch als rein bei diesen Gelehrten, die das festgesetzt haben. Und andere Gelehrte, Sheikh Uthaymeen rahimahullah, haben gesagt, die richtigere Ansicht ist, dass es kein Minimum gibt. Dass es kein Minimum gibt. Und die Begründung ist ganz einfach, weil der Gesetzgeber hat uns nicht irgendwelche Zahlen vorgegeben. Es gibt kein Hadith oder kein Vers aus dem Koran, der sagt, es sind mindestens 13 Tage oder 15 Tage. Und deswegen, was macht man, wenn es solche 12,5 Tage sind oder nach der Ansicht 14,5 Tage sind? Sagen wir dann trotzdem, die Frau ist rein? Nein. Deswegen die richtige Ansicht, dass es eben nicht festgesetzt ist, sondern das ist meistens der Fall. Wie die Gelehrten es angegeben haben, diese Zahlen sind meistens der Fall. Meistens eine Frau nach 13 oder 15 Tagen oder nicht vor 13, 15 Tagen wird sie normalerweise rein. Kommt normalerweise die neue Periode. Nicht vor 13 oder 15 Tagen kommt normalerweise die nächste Periode. Na. Was ist überhaupt das Anzeichen für die... oder gehen wir zum nächsten... wer ist das... Punkt in diesem Zusammenhang, und zwar wenn wir geredet haben über die Tage, wann eine Frau rein
die Minimum und Maximum, wir haben das Minimum gerade erwähnt. Wir haben gerade eben gesagt, wie viele Tage eine Frau minimal rein ist. Wie viele Tage ist sie maximal rein zwischen zwei Perioden? Ist nicht festgelegt. Ist nicht festgelegt. Es gibt keine Zahl, maximale Anzahl von reinen Tagen, an denen die Frau zwischen zwei Perioden rein ist. Und das gleiche Einschränkungen gibt es jetzt in Bezug auf die Menstruationstage. Und zwar, manche Gelehrten schränken ein und haben gesagt, die Mindestanzahl an Tagen, in denen eine Frau ihre Periode hat, ist 3 Tage. Und das ist die hanafitische Rechtsschule. Und das bedeutet konkret, wenn eine Frau eine Periode bekommt oder Blut aus ihr austritt, weniger als 3x24 Stunden lang, dann ist es bei ihnen kein Menstruationsblut. Und sollte die Frau in dieser Zeit gebetet haben, Entschuldigung, nicht gebetet haben, muss sie das Gebet nachholen, wenn sie eins verpasst hat in dieser Zeit. Und sollte sie auch ihr Fasten unterbrochen haben, ein Pflichtfasten, dann muss sie das, ein Ramadan-Fasten oder so, dann muss sie das auf jeden Fall nachholen, weil sie ja gar nicht unrein gewesen ist. Und oder besser gesagt, wenn sie es gar nicht gebrochen hatte bis dahin, ist es nicht gebrochen. Wenn sie es bis dahin gar nicht gebrochen hatte, ist es natürlich nicht gebrochen, weil es ja gar kein Menstruationsblut gewesen ist. Dann die Schafi'iyah und die Hanabila, sie sagen 24 Stunden. Also sie sagen einen Tag und eine Nacht, Yawmun wa Layla. Also 24 Stunden, das heißt, wenn es weniger als 24 Stunden ist, dann gilt es bei ihnen nicht als eine Periode. Und die richtigere Ansicht, die Sheikh Shinqiti hafizahullah bevorzugt und auch vor ihm Ibn Taymiyyah rahimahullah und noch vor ihm Imam Malik rahimahullah, dass es eben keine Mindestanzahl an Menstruationstagen gibt, sondern wenn eine Frau eben nur eine Stunde ihre Periode hat, hat sie eben nur eine Stunde ihre Periode gehabt. Und es gibt in der Scharia kein Beweis dafür, dass es eine Mindestanzahl von Tagen gibt. Und das ist die richtige Ansicht. Die maximale Anzahl an Tagen wird bei der Mehrheit der Gelehrten eingeschränkt mit 15 Tagen. Bei der Mehrheit der Gelehrten wird sie eingeschränkt mit 15 Tagen. Wenn also eine Frau plötzlich 17 Tage lang ihre Periode hat, dann gelten diese 2 Tage, die zu viel sind, der 16. oder 17. Tag, als Istihada, also Blut, das ausgetreten ist und kein Menstruationsblut ist. Und also kein Blut ist, das eine Frau in einen Zustand der großen Unreinheit versetzt. Und Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah, er ist der Ansicht, dass es nicht eingeschränkt ist. Wie heißt es? Er sagt, dass es eben, wenn eine Frau 15 Tage und 2 Stunden unrein war, dann war sie in 15 Tagen und 2 Stunden unrein. Und das Blut, was vor den 15 Tagen war, wenn das genau das gleiche Blut ist, was nach den 15 Tagen ist, wieso machen wir denn einen Unterschied in der Regelung? Wie dem auch sei, Allah weiß am besten Bescheid, aber wenn es wenige Minuten sind oder Stunden sind, das ist kein Problem. Aber wenn es jetzt um Tage überschritten wird, dann am besten hält man sich an die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, denn es kann vom Logischen nicht sein, dass eine Frau Tage unrein ist als die Hälfte des Monats. Also der Monat hat 30 Tage und die Frau ist darin 15 Tage lang unrein. Natürlich, dazwischen kann sie ja 30 Tage lang wieder rein sein, aber 15 Tage ist nach der Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, das absolute Maximum. Und das sollte auch dann nicht deutlich überschritten werden. Sollte es deutlich überschritten werden, dann hält sich die Frau einfach an die 15 Tage. Und die Hanafiya, sie sagen, es sind 10 Tage maximal und sie stützen sich auf beim Minimum und Maximum auf einem schwachen Hadith bei Al-Jami' As-Saghir von As-Suyuti, rahimahullah. Und sie bevorzugen eben in dieser Hinsicht nach einem schwachen Hadith zu handeln, als dass sie sich auf die Meinung stützen. Und die Ansicht der Mehrheit, wie ich gesagt habe, sind 15 Tage und sie stützen sich nicht auf den schwachen Hadith. Wenn es ein Maximum, ein Minimum gibt, gibt es auch einen Durchschnitt. Und der Durchschnitt spielt eine Rolle. Und zwar, werden wir später sehen werden, bei der Frau, die zum Beispiel vergessen hat, wie viele Tage sie normalerweise hat, und auch nicht unterscheiden kann zwischen den Blutarten, dann muss sie, dann gibt es sie, dann wie heißt es, verharrt sie oder in Unreinheit 6 bis 7 Tage. Das ist die Mehrheit der Frauen. Sie
sind 6 bis 7 Tage lang unrein. Gut, das ist als Zusammenfassung vom letzten Mal. Wenn wir jetzt noch einmal, jetzt gehen wir zum nächsten Thema, und zwar die Frauen sind von viererlei Art. Es gibt 4 Arten von Frauen. Entweder eine Frau bekommt zum ersten Mal ihre Periode, oder eine Frau hat eine regelmäßige Periode, oder nicht ausschließendes oder eine Frau kann unterscheiden zwischen den Blutarten, die aus ihr austreten, oder viertens eine Frau, wieder nicht ausschließend, eine Frau, sie hat vergessen, wie viele Tage sie normalerweise hat. Und sie hat auch vergessen, oder sie hat vergessen, oder beides eben zusammen, sie hat vergessen, wann die Periode normalerweise kommt. Also am Anfang des Monats oder am Ende des Monats und so weiter und so fort. Also entweder sie hat die Anzahl vergessen, oder sie hat vergessen, wann es normalerweise kommt, oder sie hat beides vergessen. Diese 3 Möglichkeiten gibt es. Das sind die 4 Arten von Frauen. Ich wiederhole noch einmal, entweder eine Frau, sie bekommt ihre Periode zum ersten Mal, oder sie hat eine Regelmäßigkeit, oder sie kann unterscheiden zwischen den Blutarten, oder sie hat vergessen. Wenn sie zum ersten Mal ihre Periode bekommt, dann ist die richtigste Ansicht, dass sie so lange nicht betet, nicht fastet, solange ihr Blut fließt. Und das maximal 15 Tage lang. Also ihr wartet, sie wartet, wenn das Blut, wie lange das Blut fließt, betet sie nicht, fastet sich, betrachtet sich als unrein. Und wenn es aufhört, dann wäscht sie sich und dann ist sie wieder rein. Und aber es darf nicht 15 Tage lang überschreiten, bei Sheikh Al-Uthaymeen auch und bei Sheikh ebenfalls. Und sie wartet einfach 2 oder 3 Perioden ab. Bei der Hanafi wartet sie zweimal ab, bei der Mehrheit der Gelehrten wartet sie einfach dreimal ab. Wenn sich dann eine Regelmäßigkeit gezeigt hat, dann ist das ihre Regel oder ihre Regelmäßigkeit. Angenommen, sie hat dann in den ersten 3 Monaten jedes Mal drei Tage lang ihre Periode, dann gilt für sie ab jetzt, ihre Regel ist 3 Tage lang. Und das ist eine feste Zahl, die eine große Rolle spielt. Angenommen, es schwankt, einmal 3, dann einmal 5 Tage, dann 4 Tage, dann ist gewiss 3 Tage. 3, 5, 4 ist gewiss 3 Tage. Oder 3, 4, 5, gewiss sind 3 Tage. Oder 6, 7, 8, gewiss sind 6 Tage. Und nach diesem Schema verfährt sie. Aber es ist eine Voraussetzung, dass, Entschuldigung, wenn eine Frau eines Tages eine neue Periode bekommt, durch irgendwelche Begebenheiten, bekommt sie eine neue Periode. Ab jetzt hat sie anstatt 4 Tage immer 5 Tage. Wenn das dreimal hintereinander 5 Tage sind, dann gelten diese neuen 5 Tage. Angenommen, sie hat immer 4 Tage gehabt. Und jetzt ab heute hat sie 5 Tage. Dann geht sie ja davon aus, dass es nur 4 sind. Und den einen Tag betet sie und fastet sie. Und dann am zweiten Tag hat sie wieder 5. Und sie betet, anscheinend in der zweiten Periode hat sie wieder 5. Dann betet sie und fastet sie ja wieder am 5. Tag, obwohl sie eigentlich nicht mehr rein ist, weil es ja die neue Periode ist, aber was sie ja noch gar nicht weiß. Und beim dritten Monat sind es wieder 5 Tage. Dann weiß sie jetzt mit Gewissheit, aha, sie hat dreimal hintereinander 5 Tage gehabt, also war der 5. Tag doch nicht ein Tag der Reinheit, sondern war ein Tag der Unreinheit. Und dann muss sie an diesem 5. Tag dieser 3 Monate ihre Gebete nachholen, beziehungsweise, wie heißt es, na, sie muss ihre Gebete nachholen. Und auch wenn sie gefastet hatte, war ihr Fasten ungültig, weil sie ja eigentlich unrein gewesen ist. Inshallah ist das klar. Nebenbei gemerkt, manche Gelehrte, unter ihnen Shinqiti Hafidhahullah, sie sagen, eine Frau kann erst ab 9 Jahren ihre Periode bekommen. Wenn Blut vorher austreten würde, dann wäre es kein Menstruationsblut. Und sie stützen sich, diese Gelehrten, auf eine Überlieferung von Aisha, radiallahu anha, wo sie gesagt hat, إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة. Wenn ein kleines Mädchen 9 Jahre alt geworden ist, dann ist sie eine Frau. Und natürlich gibt es ein Für und Wider, denn der Hadith sagt nicht eindeutig aus, dass er sagt so aus, dass ab 9 Jahren ist eine Frau, ein Mädchen eine Frau, aber er sagt nicht eindeutig aus, dass wenn es vorher schon
eine Periode gegeben hat, dass es nicht auch schon Menstruationsblut gewesen ist. Und deswegen gibt es andere Gelehrte, und das ist die bevorzugte Ansicht, wie Sheikh Al-Uthaymin sagt, dass eine Frau, dass es eben kein Mindestalter gibt. Dass es eben kein Mindestalter gibt. Denn wenn sie 8 Jahre ist und 355 Tage, dann warum sollte das nicht auch Menstruationsblut gewesen sein? Oder 354 Tage. So. Dann. Manche sagen, es gibt ein Ende. Sie sagen, ab 50 Jahren oder ab 60 Jahren, wenn da noch Blut austritt, dann ist das kein Menstruationsblut mehr. Und das nennt man Sinnul Iyas auf Arabisch, Sinnul Iyas oder Wechseljahre auf Deutsch. Und wenn eine Frau natürlich ihre Periode nicht mehr hat, dann in Bezug auf Talaq und andere Sachen, Idda, für die Gestorbenen gilt natürlich dann. Entschuldigung, für Talaq, für die Scheidung gilt dann gelten dann Monate. Man muss dann Monaten abzählen, nicht mehr mit Perioden. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, es gibt in der richtigen Ansicht gibt es keine oberste Schranke. Das heißt, wenn eine Frau mit 60 Jahren immer noch eine Periode bekommt und die gleichen Eigenschaften hat wie immer, dann ist es einfach ihre Periode. Fertig. Des Weiteren gibt es noch andere Ansichten in Bezug auf ja wenig, damit man sie weiß, dass es sie gibt. Und zwar, die sind aber weniger richtig. Also die bevorzugte Ansicht in Bezug auf die Frau, die zum ersten Mal ihre Periode bekommt, ist, dass sie so lange abwartet, solange ihr Blut fließt. Manche Gelehrte haben gesagt, dass sie nicht wartet, solange ihr Blut fließt, sondern sie schaut auf andere Frauen, die im gleichen Alter sind wie sie, also auf gleichaltrige andere Frauen in ihrer Umgebung einfach. Wenn die alle 6 Tage lang verharren, dann verharrt sie einfach im ersten Mal auch 6 Tage. Und die andere Ansicht, eine zweite Ansicht ist, dass sie schaut, wie lange ihre Mutter und ihre Schwestern verharren, in Uneinheit verharren. Und die dritte Ansicht ist, dass sie nur so lange in Unreinheit verharrt, wie die Mindestanzahl an Unreinheit-Tagen ist. Wir haben gesagt, dass je nach Madhab entweder ein Tag oder 3 Tage lang ist die Anzahl an Tagen der Periode. Und manche Gelehrte sagen, sie muss einfach nur die Mindestanzahl an Tagen, weil das ist gewiss. Die Mindestanzahl ist gewiss oder besser gesagt nicht gewiss, sondern sie sollte auf keinen Fall länger machen als die Mindestanzahl, sagen die Gelehrten, die diese Ansicht vertreten, weil wenn sie länger verharrt als das, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gar keine Periode ist. Und gerade beim ersten Mal muss es nicht sein, dass sich das schon in einem festen Rahmen eingeschaukelt hat, die Anzahl der Tage. Sie schaut dann einfach 2 oder beziehungsweise 3 Monate, je nach Rechtsschule, wie lange sie ihre Periode gehabt hat. Und wenn sich es dann irgendwann einpendelt, holt sie die entsprechenden Tage nach. Also angenommen, sie hält sich an die Ansicht der Gelehrten der Schafi'i und Hanabila und sie verharrt einen Tag lang nur. Aber in Wirklichkeit ist es bloß 5 Tage lang geflossen, was ja normal sein kann. Und dass sie merkt 3 Monate lang, dass es 5 Tage sind, dann muss sie natürlich nach dieser Ansicht die 4 Tage, die sie gebetet hat, die Gebete nachholen, weil sie ungültig waren. Und wenn sie gefastet hat, ein Pflichtfasten gefastet hat, dann muss sie ihr Fasten nachholen. Na, das ist, wie gesagt, das sind wenige richtige Ansichten. Und die richtige Ansicht ist, dass sie eben nur so lange verhält, wie lange ihr Blut fließt. Beim ersten Mal. Und das darf die 15 Tage nicht überschreiten. Okay. Dann gibt es eine zweite Art von Frauen. Und zwar eine Frau, die eine Regel hat, eine Regelmäßigkeit hat. Und zwar, sie weiß genau, jeden Monat hat sie 6 Tage lang ihre Periode. Dann hält sie sich an diese 6 Tage. Und wir werden gleich in deutlichen Beispielen sehen, dass eben die Regelmäßigkeit einer Regel der ausschlaggebendste Faktor ist für die Bestimmung der Tage der Unreinheit. Das stärkste Mittel also zur Bestimmung der Tage der Unreinheit ist eben die Regelmäßigkeit der Regel, wie wir sehen werden, inshallah. Dann gibt es im Gegensatz zu der hanafitischen Rechtsschule eine dritte Kategorie von Frauen, eine Mutamayyiza. Das ist diejenige,
die von ihren die Blutarten unterscheiden kann, die aus ihr austreten. Der Prophet sallallahu sagte: Inna dam al-haydi damun aswadu yu'raf. Fa'idha kana dhalika fa'amsiki 'ani as-salah. Er sagte, das Menstruationsblut ist bekannt. Es ist schwarz. Man erkennt es. Wenn dies die Farbe des Blutes ist, dann bete nicht. Dann bete nicht. Der Hadith ist bei Abu Dawud al-Nasai al-Jami' und es Hasan al-Sahih. Man kann das Blut unterscheiden voneinander durch mehrere. Also das Menstruationsblut von Istihada, Menstruationsblut al-Hayd und Istihada, das andere Blut, was aufgrund einer Verletzung der Ader zum Beispiel austreten kann, kann unterscheiden durch einen von vier Maßstäben. Erstens die Farbe. Schwarz, es gibt rot, dann gibt es bräunlich, dann gibt es gelblich und es gibt trüberes. Na. Dann gibt es die zweite Unterscheidung nach dem Geruch, Ar-Ra'iha. Wenn es stark übel riecht, dann ist es eher Menstruationsblut und wenn es weniger riecht, dann ist eher Istihada. Die dritte Möglichkeit ist Schmerzen. Die Frau hat meistens mehr Schmerzen, wenn es ein Menstruationsblut ist und weniger, wenn es anderes Blut ist. Und die vierte Möglichkeit ist, dass es um Mengen geht. Wenn viel austritt, dann ist es Menstruationsblut und wenn weniger austritt, dann ist es eher anderes Blut. Na, dann ist die vierte Kategorie von Frauen, ist diejenige Frau, die die Anzahl der Tage zum Beispiel vergessen hat. Wenn sie die Anzahl der Tage vergessen hat, dann macht sie, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr angeordnet hat, sie soll 6 oder 7 Tage lang in Unreinheit verharren. 6 oder 7 Tage lang, weil das die Meiheit der Frauen ist. Und natürlich macht sie das nur, wenn sie nicht unterscheiden kann. Also wenn sie die Anzahl Tage vergessen hat und sie kann aber unterscheiden, dann unterscheidet sie. Werden wir gleich sehen. In ausführlichen Beispielen, inshallah. Oder die Frau hat vergessen, wann normalerweise ihre Periode eintritt. Denn das kann eine Rolle spielen. Das kann eine Rolle spielen, zu welcher Zeit ihre Periode normalerweise eintritt, weil ob dann, je nachdem, wie viele Tage Ramadan zum Beispiel da reinfallen. Und eine Frau, wenn sie vergessen hat, wann im Monat ihre Periode ist, dann gehen wir davon aus, dass sie am Anfang des Monats ist. Und es geht hier übrigens um die Mondmonate. Und wenn sie weiß, dass es in der zweiten Hälfte ist, dann gehen wir von der zweiten Hälfte, vom Anfang der zweiten Hälfte des Monats aus. Und so weiter und so fort. Je genauer sie es weiß, desto genauer gehen wir davon aus. Gut. Was sind die Stufen? Die Stufen ist erstens die stärkste Art der Bestimmung ist die Regelmäßigkeit der Regel. Die Regel Al-Ada. Das ist das stärkste Mittel. Das zweite ist At-Tamyiz, dass sie unterscheiden kann zwischen den Blutarten. Und drittens, dass sie einfach so lange verharrt, wie die Frauen normalerweise verharren, 6 oder 7 Tage. Und der Beweis dafür, dass die Regelmäßigkeit einer Regel am stärksten ist, Al-Ada, ist erstens, dass der Hadith, den ich vorhin erwähnt hatte, dass man das Menstruationsblut ist ein schwarzes Blut, das man erkennt. Dieser Hadith ist umstritten, erstens. Zweitens, die Ada, die Regelmäßigkeit ist einfacher. Und drittens, Bluteigenschaften können sich auch ändern. Bluteigenschaften können sich auch ändern, durch Krankheiten zum Beispiel. Und weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hat, im Hadith bei Muslim, zu Habiba, kuthi qadra ma kanat tahbisuki haydatuki. Das heißt, fahre so lange in Unreinheit, wie du normalerweise in Unreinheit aufgrund deiner Periode zu fahren pflegtest. Na. Eine Angelegenheit, bevor wir zu den Beispielen übergehen oder zu den Regelungen, die sich daraus ergeben, aus der Periode. Eine Frau, wenn sie schwanger ist bekannt in der hanbalitischen Rechtsschule, dass eine Frau, wenn sie schwanger ist, kann sie keine Periode haben. Sie sagen, La hayda ma'al hamil. Wenn eine Frau schwanger ist, kann sie keine Periode bekommen.
Wenn also bei Ihnen, wenn Sie sagen, wenn eine Frau eine Periode bekommt während der Schwangerschaft, dann gilt das nicht als Periode. Das kann nicht sein. Da sagen Sie als Begründung, nämlich die Weisheit, die hinter der Periode steckt, ist ja diejenige, dass das, was eigentlich zu einer Nahrung für das Embryo werden sollte, ausgeschieden wird. Und wenn eine Frau schwanger ist, dann wie kann es dann sein, dass die Nahrung ausgeschieden wird? Wie dem auch sei, Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah bevorzugt die Ansicht und sagt, wenn die Periode aber trotzdem zur gewohnten Zeit mit auf die gewohnte Art und Weise mit den gewohnten Eigenschaften austritt, dann ist es Menstruationsblut und bekommt genau die richtigen, die gleichen Regelungen. Und wenn nicht, dann nicht. Aber es spielt für die Idda keine Rolle. Also es spielt für die Idda keine Rolle, denn wir wissen, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheidet, während sie schwanger ist, dann gilt nicht drei Menstruationszyklen. Also auch wenn sie jetzt während der Schwangerschaft eine Periode bekommen würde das nicht als eine Periodendauer gelten von drei. Na, also das gilt für die Schwangerschaft eben dann nicht. Also, gehen wir über zu dem, was sich ergibt aus der Tatsache, dass eine Frau unrein ist. Und die gleichen Sachen, die ich jetzt, also alles, was ich jetzt sage, gilt genauso für die Frau, die sich im Wochenbett befindet. Das ist das Kapitel, was wir inshallah demnächst ansprechen. Deswegen nehme ich es zurück. Ich erwähne jetzt erst einmal einige Beispiele und nachher erwähne ich über die Frau, die sich im Wochenbett befindet. Und danach erwähne ich erst die Regelungen, die sich ergeben aus der Tatsache, dass eine Frau rein oder unrein ist. Gehen wir zu diesem Beispiel. Angenommen, eine Frau kommt und sagt, sie hat 17 Tage lang ihre Periode gehabt. Was soll sie jetzt machen? Für sie kam das viel vor. Dann sagen wir ihr, erstens einmal, hast du eine Regelmäßigkeit? Wenn sie sagt ja, also 6 Tage, dann sagen wir, dann waren nur die 6 Tage, die ersten 6 Tage deine Periode und die restlichen 11 Tage waren Istihadah. Und du hättest darin beten müssen und dich waschen müssen, also muss sie das nachholen. Und angenommen, sie ist eine Mubtadi'ah, das heißt eine Frau, die zum ersten Mal die Periode bekommt, dann wissen wir genau, dass die 2 Tage über den 17 Tage, über die 15 Tage sind Istihadah. Und gelten nicht als Hayd unter der Meinungsverschiedenheit, die wir vorhin erwähnt hatten. Okay. Angenommen, eine Frau kommt und sagt, sie hat 6 Tage Hayd. 2 Tage lang hat sie Hayd, und dann ein Tag ist sie rein und 3 Tage hat sie wieder Hayd. Dann betrachten wir die 2 Tage, die ersten 2 Tage als Hayd. Und wenn dann das Zeichen der Reinheit kommt, Al-Qasratul Bayda. Der Prophet, der Aisha radiallahu anha, warda, hat gesagt, intadhirna la ta'jalinna hatta tarayinna Al-Qasratul Bayda. Sie sagte, beeilt euch nicht zu schnell, also wartet ab und beeilt euch nicht zu schnell, bis ihr die weiße Flüssigkeit seht. Also erst wenn die weiße Flüssigkeit ausgetreten ist, dann weiß die Frau, dass sie rein geworden ist. Hadith Sahih bei Abu Dawud und Malik und ich meine nicht, aber durch in Al-Irwa hat Sheikh Al-Albani gesagt, dass es das sahih ist. Und Imam Malik hat ihn auch überliefert. Und Al-Bukhari hat ihn unter den Mu'allaqat erwähnt. Also noch einmal, wenn eine Frau 2 Tage lang Hayd hat, dann ein Tag rein ist und dann 3 Tage Hayd, dann gelten die ersten 2 Tage als Hayd. Dann, wenn sie die weiße Flüssigkeit sieht, dann vor diesem einen reinen Tag, dann gilt es als reiner Tag. Und wenn nicht, dann nicht. Und danach die 3 Tage Hayd gelten wieder als Hayd. Und dann hat sie insgesamt eben 5 Tage lang ihre Periode gehabt. Nächstes Beispiel. Eine Frau sagt, sie hat 20 Tage lang ihre Periode gehabt und das Blut war immer rot. Dann fragen wir sie als erstes, hast du eine Regelmäßigkeit? Sie sagt nein. Dann fragen wir sie, kannst du das Blut aber unterscheiden? Also war es immer gleich oder unterscheiden? Sagt sie, ja, sie kann unterscheiden. In den ersten 6 Tagen hat es so gerochen, wie normalerweise ihr Menstruationsblut riecht. Und in den anderen Tagen hat es nicht so gerochen. Dann sagen wir ihr, die ersten 6 Tage gelten als Menstruationsblut und die restlichen nicht. Das gleiche gilt, wenn eine Frau kommt und sagt, sie hat 20 Tage lang ihre Periode gehabt.
Aber in den ersten 6 Tagen war es sehr schmerzhaft. Dann sagen wir ihr, die ersten 6 Tage sind Menstruationsblut und die anderen nicht. Natürlich, wie gesagt, wenn sie keine Regelmäßigkeit hatte. Wenn sie keine Regelmäßigkeit hat, die Regelmäßigkeit ist stärker als die Tatsache, dass sie unterscheiden kann. Nächstes, eine Frau sagt, 20 Tage lang hat sie rotes Blut gehabt, aber in den ersten 4 Tagen floss das Blut stark und danach nicht mehr so sehr. Wenn sie keine Regelmäßigkeit in ihrer Regel hat, dann sagen wir ihr, die ersten 4 Tage gelten als Menstruationsblut, Hayd, und die restlichen 16 gelten als Istihadah. Nächstes Beispiel. Eine Anfängerin kommt und sagt, sie hat zweimal rotes Blut, dann zweimal gelblich und danach zweimal rot. Dann sagen wir ihr, weil sie hatte ja noch gar keine Regelmäßigkeit, sie hatte keine Ader. Also, und sie kann unterscheiden, hat sie ja gesagt. Sie hat ja mitgeteilt, dass es zweimal rot, dann zweimal gelb, zweimal rot ist. Dann sagen wir ihr, die roten sind heil, die ersten zwei sind heil, die nächsten zwei sind heil und die zwischen waren kein heil. Nächstes Beispiel. Eine Frau sagt, sie hat 3 Tage lang ihre Periode gehabt. Erst rot. Entschuldigung, sie hat eine regelmäßige Periode von 3 Tagen. Aber diesen Monat ist Folgendes passiert: Rot, braun, rot, braun und so weiter. Dann sagen wir ihr, die roten sind Hayd, bis es 3 Tage Hayd gewesen sind. Also, erster Hayd ist Periode, dann braun ist kein Hayd, dann rote Hayd ist Periode und dann braun wieder rein und die dritte. Rote Phase ist wieder eine Periodentag und der letzte, denn ihre Regelmäßigkeit ist 3. Und hier sieht man diesem Beispiel, dass die regelmäßige Periode stärker ist, aber die andere auch eine Rolle spielt. Dann ein Beispiel. Eine Frau sagt, sie hat 6 Tage lang ihre Periode gehabt. 4 Tage lang. Sie hat eine regelmäßige Periode von 6 Tagen und 4 Tage ist jetzt Blut ausgeflossen. Dann ein Tag war sie rein und dann ein Tag war sie wieder unrein, kam wieder Menstruationsblut. Dann sagen wir ihr, die ersten 4 Tage sind Hayd, sind Menstruationsblut und auch der sechste Tag. Denn ein Tag dazwischen war rein, das ist der fünfte und der sechste Tag ist dann wieder Blut geflossen, der ist dann wieder ein Menstruationstag. Und wenn dann am siebten Tag immer noch Blut austreten würde, dann wäre es, betet sie bei Sheikh al-Shinqiti und bei Sheikh al-Uthaymin, betet sie nicht. Na. Dann, nächstes Beispiel. Angenommen, eine Frau hat eine regelmäßige Regel von 5 Tagen, aber diesmal waren es viel länger als 5 Tage. Dann sagen wir einfach, alles, was über 5 Tage ist, ist Istihadah. Nächstes Beispiel, eine Frau hat ihre regelmäßige Periode von 6 Tagen, aber 3 Monate hintereinander, sagt sie, hat sie 8 Tage lang gehabt. Dann sagen wir ihr, deine neue Anzahl von Tagen ist 8 und du musst zweimal 3 Tage nachfasten. Denn sie hat ja in diesen 3 Mal, wo es 8 sind, ist sie davon ausgegangen, dass diese 2 zusätzlichen Tage der Reinheit sind. Und es waren aber keine Tage der Reinheit, sondern es war Unreinheitstag. Deswegen muss sie diese 2 mal 3 nachholen. Eine Frau sagt, nächstes Beispiel, sie hat immer abwechselnd ihre Periode bekommen. Ein Tag rein, ein Tag heil, ein Tag rein, ein Tag heil. Dann sagen wir ihr, die Heiltage sind heil, aber darf nicht die Anzahl der regelmäßigen Regel überschreiten. Also sie hat zum Beispiel eine regelmäßige Regel von 6 Tagen, dann sind zwar immer die Heiltage, die abwechselnden Heiltage, wirklich im Menstruationsblut, aber insgesamt darf es nicht 6 werden. Und die Hayd-Tage plus die Reihentage, diese beiden abwechselnden Tage zusammen, dürfen nicht die Zahl von 15 Tagen überschreiten, wie Sheikh Al-Shinqiti es gesagt hat. Möge Allah ihm barmherzig sein, allen Gelehrten ebenfalls. So, jetzt kommen wir zur Thematik erstmals über die Istihada, die Mustahada. Eine Frau, also die, bei der Blut austritt, und das ist kein Periodenblut. Das ist bedingt durch eine Verletzung einer Ader, zum Beispiel. Und eine Frau, bei der so etwas passiert, sie gilt als
dass sie eben die große Reinheit hat. Sie ist also nicht, sie hat nicht die große Unreinheit. Sie hat nicht die große Unreinheit, sondern sie ist insgesamt rein. Aber was muss sie tun? Was muss sie tun? Zunächst einmal Istihadah, nur für die, die es wissen wollen, es gibt andere Namen auf Arabisch dafür, Istihadah. Dann gibt es Azil, dann gibt es Azir, und es gibt Adil und Anid. All diese Begriffe gelten für die Istihadah. Und die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, und das ist auch die stärkste Ansicht, ist, dass diese Frau, die so etwas bekommt, bei der also dauernd Blut fließt, obwohl es kein Menstruationsblut ist, sie muss für jedes Gebet Wudu neu machen. Sie muss für jedes Pflichtgebet Abdest, Wudu, Gebetswaschung neu machen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Tawadda'i li kulli Salah, mach Wudu für jedes Gebet. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und bei Tirmidhi und der Hadith ist sahih. Das ist die stärkste Ansicht. Die zweite Ansicht ist, dass es mustahab ist. Noch eine Sache dazu, also nochmal. Wenn sie für jedes Pflichtgebet Wudu macht, dann darf sie das Pflichtgebet verrichten und auch die freiwilligen Gebete alle verrichten, bis zur nächsten Gebetszeit. Bis zum nächsten Gebetszeit, wo das nächste Pflichtgebet eben fällig wird. Da muss sie dann wieder neue Wudu machen und dann darf sie wieder ihre freiwilligen Gebete vor dem Gebet und nach dem Gebet mitverrichten. Auch Koran lesen und alles, was man machen darf. Die zweite Ansicht, dass es nicht Pflicht ist, sondern dass es Mustahab ist. Das ist die Ansicht von Al-Malikiyya und Rabi'a ibn Abd al-Rahman, der Imam von Ahl al-Madina. Und Al-Zahiriyya auch, der Zahiri-Madhab. Die dritte Ansicht ist, dass sie Ghusl macht für jedes Gebet. Dass sie Ghusl macht, die Großwaschung macht für jedes Gebet, also für jedes Pflichtgebet. Und das ist die Ansicht von Ibn Abbas, radiallahu anhu, und Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, der Imam von Medina. Und auch eine Überlieferung über Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Und die vierte Ansicht ist, dass sie nur einmal am Tag Ghusl machen muss. Und das ist die zweite Ansicht von Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Was die dritte Ansicht angeht, dass sie für jedes Gebet Ghusl machen muss, so ist dieses auf einen schwachen Hadith zurückzuführen. Und die Tatsache, dass Fatima, die Tochter des Propheten, radiallahu anha, das so gemacht hat, weist nicht darauf hin, dass es eine Pflicht ist. Und es kann sein, dass es ein Ijtihad von ihr war. Und deswegen ist es Mustahab, dass man es tut. Es wird besser, wenn man es tut. Braucht man aber nicht zu tun. Das ist auch eine sehr anstrengende Sache, wenn man fünfmal pro Tag Ghusl machen muss. Na. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu der Frau, die eben Istihada bekommt, also die Al-Mustahada nennt man sie, tada'u Salah, أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. Das heißt, sie unterlässt das Gebet während ihrer Periode und dann wäscht sie sich dann wäscht sie sich, wenn die Zeit der Periode, die regelmäßige Zeit der Periode abgelaufen ist, und dann macht sie Wudu für jedes Gebet, also für jedes Pflichtgebet. Der Hadith ist bei Abu Dawud ibn Majah Tirmidhi und er sagte, der Hadith ist Hasan. Und diesem Hadith, der ist wertvoll, weil darin ist ein Beleg für diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, dass mit dem arabischen Wort eine Menstruationszyklus gemeint ist und keine Reihenphase. Denn dieses arabische Wort Qur, der Plural Aqra oder Quru, wie im Koran erwähnt, wie heißt es? Kann verwendet werden für die Reihenphasen als auch für die Periodenphasen. Und diese Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es benutzt für die Periodenphasen. Na, und das ist auch der Grund, warum die Gelehrten, oder einer der Gründe, warum die Gelehrten, die gesagt haben, dass es sich um Periodenphasen handelt, diese Ansicht bevorzugt haben, aufgrund dieses Hadithes. Des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu so einer Frau, bei der Blut austritt, zu anderen Zeit als zur Periodenzeit, er sagte, an'uti lakil kursuf,
Also, soll ich dir beschreiben, wie die Watte aussieht? Und zwar hat er ihr empfohlen, dass sie Watte nehmen soll und an die Stelle tun soll, an der das Blut austritt, damit eben kein Blut austritt. Denn sie darf ja beten, besser gesagt, sie muss beten. Und sie will ja auch vielleicht in der Moschee verweilen und so weiter und so fort. Und sie soll einfach dafür sorgen, dass nichts aus ihr austritt an Blut, damit es eben nicht es ist irgendwo hingelangt. Und wenn es mehr ist als das, also wenn es nicht ausreicht, dass man Watte hintut, dann Talajami, hat der Prophet gesagt bei Ibn Majah al-Hadith Hassan, dann soll sie es irgendwie versuchen zuzubinden, wie sie halt kann. Oder sie kann Sachen verwenden, die es heutzutage gibt. Und sie betet einfach, und wenn trotzdem noch Blut austreten sollte, dann ist es egal, sie betet trotzdem, muss beten, und das schränkt ihre Reinheit nicht ein. Na. Und das gleiche wie jemand, der unter Inkontinenz leidet, bei dem Urin austritt und der kann es nicht kontrollieren. Das ist das gleiche. Ja. Dann dieses Blut muss sie wegwaschen. Das Menstruationsblut muss sie wegwaschen und dieses Blut muss sie auch versuchen, so weit es geht, zu vermeiden. Denn das Blut, das aus dieser Stelle austritt, ist unrein. Najis. Aber wie gesagt, wenn sie alles dafür getan hat, was sie kann, und trotzdem tritt noch Blut aus, das stört nicht. Das ist genauso wie die Person, die unter Inkontinenz leidet, also bei der Urin austritt und kann es nicht kontrollieren, das ist ja auch unrein. Und trotzdem darf die Person einfach trotzdem beten, weil sie ja nichts dagegen tun kann. Das ist eine Krankheit. Al-Mustahada übrigens darf ihre Gebete zusammenfassen, wenn es für sie eine Erleichterung ist. Das Dhuhr mit dem Asr-Gebet zusammenfassen, entweder zur Dhuhr-Zeit oder zur Asr-Zeit. Oder sie darf das Maghrib und das Isha-Gebet zusammenfassen, entweder zur Maghrib-Zeit oder zur Isha-Zeit. Natürlich darf sie nicht kürzen, denn kürzen darf man nur auf der Reise oder im Kriegsgebet oder Angstgebet. Na. Dann gehen wir rüber zum nächsten Unterkapitel, und zwar An-Nifas. An-Nifas ist das Wochenbett. Und für das Wochenbett gelten in Bezug auf was die Frau tun darf und nicht tun darf, genau dieselben Regelungen wie in Bezug auf die Frau, die ihre Periode hat. Also wir haben jetzt drei Arten kennengelernt von Blut, die aus einer Frau austritt. Entweder Menstruationsblut, dann gelten für sie bestimmte Regeln, die wir noch nicht erwähnt haben. Oder sie ist im Wochenbett, dann gelten für sie auch bestimmte Regeln, die wir nicht erwähnt haben, und zwar genau die gleichen wie für die Menstruation. Oder die Frau ist Mustahadah, das heißt, aus ihr tritt Blut aus, das weder Menstruationsblut ist, noch Blut vom Wochenbett ist. Und die Regelung darüber haben wir gerade eben erwähnt. Die Regelung darüber haben wir erwähnt, und zwar, dass sie für jedes Wischgebet eben Wudu machen muss. Okay. Dieses Nifas ist Blut, das mit der Geburt oder ab der Geburt oder 1, 2 Tage vor der Geburt bis viele Tage nach der Geburt austritt aus der Frau. Also entweder 1, 2 Tage vor der Geburt oder ab der Geburt bis einige Tage nach der Geburt oder viele Tage nach der Geburt. Und für sie gilt die gleichen Regelungen wie für die Frau, die menstruiert, und das werden wir inshallah erwähnen. Eine Frau, die Wochenbett hat, manche Gelehrten haben gesagt, es gibt eine maximale Anzahl an Tagen, in der eine Frau wie heißt es, ihr Wochenbett haben darf oder kann. Das heißt, wenn sie diese Zahl überschreitet, dann gilt es nicht als Wochenbett. Die Malikier haben gesagt, es sind 60 Tage, aber diese Ansicht ist weniger richtig, denn die Frauen
zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam pflegten maximal 40 Tage lang im Wochenbett zu verharren. Und das ist die oberste Schranke und Grenze. Und wie heißt es? Das ist die oberste Schranke, 40 Tage. Aber natürlich, wenn es gibt keine Mindestschranke. Das heißt, wenn eine Frau im Wochenbett nur einen Tag lang hat, dann hat sie eben nur einen Tag lang gehabt. Und dann wäscht sie sich und wie heißt es, kann alles das machen, was sie auch machen darf, wenn sie rein ist, weil sie ja rein ist schon. Und Imam Tirmidhi, rahimahullah, sagte, أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما. Er sagte, die Gelehrten der Sahaba und diejenigen, die nach ihnen kamen, sind sich darüber einig, dass die Frau, die sich im Wochenbett befindet, ihr Gebet 40 Tage lang unterlässt, also maximal, illa an tara tuhra qabla dhalik fataghtasil wa tusalli. Es sei denn, sie sieht die Reinheit, also das Zeichen der Reinheit vorher schon, und dann wäscht sie sich und betet. So, und nun sind wir gezwungen, auf die Regelungen einzugehen, die sich ergeben aus dem großen Zustand der Unreinheit für die Frau, die sich im Wochenbett befindet oder die sich in ihrem Menstruationszyklus befindet. Beginnen wir mit der Frau, die sich im, wie heißt es, im Menstruationszyklus befindet. Eine Frau, die menstruiert, sie muss ihre Gebete nicht nachholen. Besser gesagt, sie darf ihre Gebete nicht nachholen. Das ist verboten. Und sie muss ihr Pflichtfasten nachholen. Wenn also in einer ihrer Tage, wo sie gehabt hat, ein Ramadan-Tag reingefallen ist, dann muss sie diesen Tag nachholen. Und der Beweis dafür ist, dass man nur das Fasten nachholen muss und das Gebet nicht, ist die Aussage von Aisha radiallahu anha, كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصيام أو بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Sie sagte, wir pflegten unsere Menstruation zur Zeit des Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم zu bekommen und dann ordnete man uns an, unser Fasten nachzuholen und man ordnete uns nicht an, unsere Gebete nachzuholen. Und dieser Hadith ist muttafaqun alayh. Eine Frau, die in der Menstruation ist oder sich im Wochenbett befindet, gilt für beide, darf also nicht beten und sie holt die Gebete nicht nach. Sie darf nicht fasten und sie muss ihr Pflichtfasten nachholen. Sie darf sich nicht in der Moschee aufhalten, sondern sie darf hindurchgehen, um etwas zu holen. Ja, aber sie darf sich darin nicht aufhalten. Sie darf keinen Koran anfassen nach unter Meinungsverschiedenheit der Gelehrten. Unter Meinungsverschiedenheit der Gelehrten. Und die richtige Ansicht ist, dass eine Frau den Koran anfassen darf, wenn sie den Zustand der großen Unreinheit hat. Und Koran lesen darf, darf sie auch. Aber wenn sie es vermeiden kann, ihn anzufassen, ist es besser, um aus der Meinungsverschiedenheit rauszukommen. Dann eine Frau, die im Menstruationszyklus ist oder sich im Wochenende befindet, darf kein Tawaf machen, das Haus umschreiten, Allahs Haus umschreiten, denn das ist auch in der Moschee drin. Und eine Voraussetzung für die Gültigkeit nach der richtigen Ansicht ist, dass jemand rein ist für den Tawaf. Und das gleiche gilt jetzt noch weiter. Eine Frau, die unrein ist, ihre Unreinheit überträgt sich nicht auf andere. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Aisha, Nawilini al-Khumrah min al-Masjid, hol mir dieses Tuch aus der Moschee. Denn ihr wisst ja, dass das Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam heutzutage ist in der Moschee drin. Damals war es genau an der Moschee, das heißt, wenn eine Tür aufmacht, war er schon in der Moschee drin. Und sie sollte ihm etwas holen aus der Moschee, ein Tuch. Faqultu inni ha'id, dann sagte sie, aber ich habe meine Tage. Und faqala inna haydataki leiset fiyadik. Aber deine Menstruation befindet sich nicht in deiner Hand. Also du kannst ruhig die Sachen anfassen, das ist überhaupt kein Problem. Und der Hadith sahih ist bei Abu Dawud, al-Tirmidhi und al-Jami' al-Saghir. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch uns verboten, dass man geschlechtlich verkehrt während dieser Phase. Also eine Frau, die sich im Menstruationszyklus befindet oder die sich im Wochenbett befindet, darf keinen Geschlechtsverkehr haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, اصنعوا كل شيء إلا النكاح, in einer Version إلا الجماع. Das heißt, macht alles außer dem Geschlechtsverkehr.
Man darf alles machen, außer den Geschäftsverkehr an sich. Und das ist, und der Religion brauchen wir uns nicht zu schämen, die Wahrheit zu sagen, das ist eben genau das Eindringen des Geschäftszeits in das andere Geschäftszeit. Dieses ist das Einzige, was verboten ist während dieser Phase. Und der Hadith ist überliefert worden von den 6 Büchern außer Al-Bukhari. Und zwar, wir haben ja gesagt, dass eine Frau, die sich im Wochenbett befindet, maximal 40 Tage lang rein ist, unrein ist. Maximal 40 Tage lang unrein ist. Wenn sie vorher rein wird, muss sie sich waschen und sie muss beten und so weiter und so fort, aber darf man mit ihr geschlechtlich schon verkehren? Denn es kann ja sein, dass die Unreinheit zurückkehrt und dass es eben nur eine Unterbrechung war. Die Antwort ist, man darf, aber es ist besser, wenn man es unterlässt. Aus Angst davor, dass eben etwas noch austritt. Im Gegensatz dazu ist die Frau, die Mustahada, die Frau, die bei der aus Unregelmäßigkeit Blut austritt, man darf mit ihr geschlechtlich verkehren, bei der Mehrheit der Gelehrten, und das ist auch die richtigere Ansicht. Aber wenn man es unterlässt, ist es besser. Wenn man es unterlässt, ist es besser. Weil es eben optisch so aussieht, als wäre es Menstruationsblut. Na. Dann, des Weiteren, sollte man mit seiner Frau verkehrt haben, während sie ihre Menstruation hatte oder im Wochenbett war, dann muss man eine Sühneleistung verrichten. Und zwar die Kafara ist ein Dinar oder einen halben Dinar. Und dieser Hadith, der überliefert ist bei Abu Dawud, den haben mehrere Gelehrte, unter ihnen Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad und der Sheikh Al-Albani und Ibn Qayyim, rahimahullah, alle als authentisch, als sahih eingestuft und Ibn Qattan. Und für diejenigen aus Saudi-Arabien, das sind ein Dreiviertel Pfund, saudi-arabische Pfund, ein Dreiviertel saudi-arabische Pfund, Junayhan Suudiyan illa Ruban. Und dieser islamische Dinar, im Hadith erwähnt ist, entspricht einem Mithqal an Gold, einem Mithqal an Gold. Und das sind, ein Mithqal sind 2,5 Gramm. Also, 2,5 Gramm an Gold. Guckt man, was das der Marktpreis ist, und dann gibt man das als Spende. Und dann ist das die Kafara. Oder die Hälfte davon. Wann macht man die Hälfte? Wann macht man das, einen ganzen Dinar? Sheikh Al-Muhsin Al-Abbad sagte, rahimahullah, hafidhahullah, wenn das Blut floss, dann ist es ein Dinar, und wenn es nicht stark floss, dann einen halben Dinar. Und der Sheikh Al-Uthaymin sagte, als Basis, man musste die Sühneleistung erst leisten, unter drei Voraussetzungen. Erste Voraussetzung, man hat gewusst, dass das verboten ist, was man getan hat. Zweite Voraussetzung, man hatte es nicht vergessen. Und dritte Voraussetzung, man hat es freiwillig getan, man wurde nicht dazu gezwungen. Denn es kann sein, dass eine Frau, besonders die Frau, dazu gezwungen wird. Besonders die Frau kann sein, dass sie gezwungen wird, wenn sie durch Wa'adu Billah gezwungen wird von ihrem Mann, dem er ihr droht, wenn du es nicht machst, dann scheide ich mich von dir oder was weiß ich. Dann kann das schon sein, dass eine Frau dadurch gezwungen wird, und dann muss sie keine Sühneleistung mitzahlen. Die Frau muss nur auch Sühneleistung zahlen, wenn auch bei ihr diese drei, sagt man, Voraussetzungen gegeben sind. Weitere Regelung: Eine Frau darf nicht in dieser Phase geschieden werden. Das ist haram. Das nennt man Talaq al-Bid'i. Eine Frau darf nicht in dieser Phase geschieden werden. Dann der Geschlechtsverkehr ist erst erlaubt nach Ghusl. Angenommen, eine Frau hat ihre Periode gehabt oder ihr Wochenbett gehabt und der Blutfluss hat jetzt aufgehört, dann darf man mit ihr erst geschlechtlich verkehren, wenn sie sich schon gewaschen hat. Und das ist die richtigere Ansicht im Gegensatz zur Hanafiya. Und daraufhin weist der Koran Vers hin, Surat Al-Baqarah, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, nähert euch ihnen nicht, bis sie rein sind.
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Wenn sie sich gereinigt haben, dann nähert euch ihnen, von wannen Allah es euch geboten hat. Und dieser Vers ist eindeutig. Er sagte, nähert euch ihnen, bis sie rein sind. Okay, bis dahin gibt es keine Bevorzugung irgendeiner Ansicht. Aber danach, wenn sie sich dann gewaschen haben, dann nähert euch ihnen. Also erst danach, wenn sie sich gewaschen haben. Und außerdem in einer anderen Lesart, und Hamd al-Kisai und Khalaf, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ. Nähert euch ihnen nicht, bis sie sich gereinigt haben. Und das ist eindeutig klar, dass die Frau sich erst gereinigt haben muss, bevor man mit ihr geschlechtlich verkehren darf. Angenommen, eine Frau wird zur Asr-Zeit rein. Sie war unrein, jetzt wird zur Asr-Zeit rein. So, ich in die Zeit rein. Dann muss sie nach der richtigeren Ansicht nur das Asr-Gebet verrichten. Also in der Asr-Zeit wird sie rein, dann muss sie nur das Asr-Gebet nachholen. Sie braucht das Dhuhr-Gebet vorher nicht nachholen, weil da war sie ja gar nicht rein. Und das ist die richtige Ansicht, wie Sheikh Al-Uthaymin gesagt hat. Weil manche Gelehrte haben gesagt, sie muss das Dhuhr-Gebet vorher auch noch nachholen. Und wenn sie zur Isha-Zeit rein wird, dann muss sie das Maghrib-Gebet vorher auch nachholen. Und sie haben es damit begründet, dass auf der Reise ist diese gesamte Zeit eine einzige Zeit. Gilt diese gesamte Zeit als eine einzige Zeit, denn man darf ja die Gebete zu einer bestimmten der Zeiten zusammenfassen, wie wir ausführlich erwähnt haben, Kapitel über das Gebet. Und wie ich gesagt habe, die richtige Ansicht ist eben, dass die Frau nur das Asr-Gebet nachholen muss. Denn Beweis dafür, Beleg dafür ist, angenommen, eine Frau bekommt zur Dhuhr-Zeit ihre Menstruation, dann sagt ihr auch niemand, dass sie das Asr-Gebet auch noch nachholen muss. Das sagt niemand, überhaupt niemand. Ja. Und wie dem auch sei, das ist auch die offensichtliche, richtigere Ansicht. Und sie muss ihr Gebet von einer, also angenommen, sie wird rein zur Asr-Zeit, aber es ist nur noch einige Sekunden, bis die Sonne untergeht, dann braucht sie das Gebet nicht nachholen, das Asr-Gebet, sondern nur, wenn sie so viel Zeit hätte, dass sie eine Raka'a hätte beten können. Nur wenn sie so viel Zeit hätte, dass sie eine Raka'a hätte beten können. Und die Raka'a, wie erlangt man die? Indem man den Ruku' erlangt. Die Verbeugung. Wenn man die noch erlangt, dann hat man die Raka'a gebetet. Wenn sie das kann, dann muss sie das Gebet nachholen, ansonsten nicht. Angenommen, eine Frau ist rein und das Mittagsgebet tritt ein. Und sie sagt, ich will aber jetzt nur nicht am Anfang der Zeit beten, sondern erst in einer Stunde. Und das Asr-Gebet hat noch lange Zeit, vielleicht 3 Stunden später erst. Und sie wartet eine Stunde lang und dann kommt ihre Periode. Muss sie dann ihr Gebet nachholen, das Dhuhr-Gebet? Richtige Ansicht ist, sie braucht ihr Gebet nicht nachzuholen. Sie braucht ihr Gebet nicht nachzuholen. Denn müsste sie es nachholen, wäre es überliefert worden, denn das ist eine Sache, die sehr oft passiert, mit Sicherheit sehr oft passiert. Und zweitens, sie hat es hinausgeschoben und das durfte sie. Sie hat es hinausgeschoben, das ist eine Sache, die sie machen durfte. Also warum sollte sie dann das Dhuhr-Gebet nachholen müssen? Ja, das braucht sie also nicht nachzuholen. Jetzt noch eine wichtige Sache in Bezug auf die Frau, die sich im Wochenbett befindet. Oder eine Frau, die schwanger ist. Wann gilt eine Frau überhaupt, dass sie sich im Wochenbett befindet? Das ist eine Frau, die ihre Geburt gehabt hat, die eine Geburt gehabt hat und danach tritt ja Blut aus oder schon ein, zwei Tage vorher, wie wir gesagt haben. Wann gilt sie als eine Frau, die sich im Wochenbett befindet? Egal, was aus ihr rauskommt, also ob vollständiges Kind und lebendig oder tot. Nein, das ist nicht egal, sondern wenn das Embryo, was aus ihr austritt oder das Kind, das aus ihr austritt, schon so aussieht, so geformt ist von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man erkennen kann, dass es ein Kind ist, deutlich erkennen kann, die Körperkonturen deutlich erkennen kann, dann ja, dann gilt sie als Frau, die sich im Wochenbett befindet, ansonsten nicht. Und das sind normalerweise 3 Monate mindestens. Aber es kann nicht sein, dass es weniger als 81 Tage sind. Das heißt, wenn eine Frau etwas gewährt, ein Embryo gewährt, das nicht einmal 81 Tage alt ist, dann gilt es, und man kann schon Konturen erkennen, aber sie sind nicht deutlich, dann ist eine Frau auf keinen Fall im Wochenbett, sondern was sie aus ihr austritt, ist Istihada. Das Blut, was aus ihr austritt, dann ist Istihada und gilt nicht als Wochenbett. Na, angenommen, eine Frau wirft Zwillinge.
Wann fängt dann ihre Nifaszeit an? Wann fangen dann diese 40 Tage lang an? Bei der Geburt des ersten oder bei der Geburt des zweiten Kindes? Die Antwort ist, es fängt an ab der Geburt des ersten Kindes und die Endzeit hängt auch ab von der Geburt des Erstgeborenen. Denn die Mehrheit sieht das als eine einzige Schwangerschaft an. Und bei der Zahiriya-Madhab geht man vom letztgeborenen Kind aus. So, und jetzt noch die allerletzte Thema dieses Kapitels, und dann sind wir mit diesem Kapitel fertig. Und zwar manche Frauen, sie nehmen etwas ein, damit sie keine Periode bekommen, damit sie nämlich fasten können im Ramadan und das Fasten nicht unterbrochen wird, und damit sie Hajj machen können und die Umrah machen können und so weiter und so fort. Wenn diese Tabletten, die sie einnehmen oder ähnliches, was dazu führt, dass sie keine Periode bekommen, es nicht dem Körper schaden, nicht dem Körper dauerhaft schaden und auch nicht dazu führen, dass eine Frau gar keine Periode mehr bekommt, dann darf sie so etwas nehmen. Dann darf sie so etwas zu sich nehmen. Allerdings sollte es dazu führen, dass die Frau gar keine Periode mehr bekommt, dann ist es natürlich verboten. Und das sind die Regelungen über Al-Hayd und Nifas, relativ schnell und kompakt abgehandelt, aber inshallah komplett. Und möge Allah subhanahu uns dieses Kapitel leicht machen, es zu verinnerlichen. Und wie heißt es, wenn man darüber Wissen hat, hilft man der islamischen Umma sehr, dass die muslimischen Frauen Ansprechpartner haben für diese Kapitel. Also lohnt es sich sehr, solche Kapitel zu lernen, denn wer hat nicht in seiner Familie irgendwelche muslimischen Frauen? Und Allah weiß am besten Bescheid. Beim nächsten Mal, inshallah, fangen wir an mit dem Kapitel über das Gebet, eines der edelsten Kapitel im Fiqh. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.